Es ist wieder soweit. Es geht weiter mit der Prognose für die Spieltage 1 und 2 und so weiter und so fort. Heute, ja, die DEL 2 nur dran. Nächste Woche steigt ja dann die DEL mit ein. Da werde ich natürlich auch meine Tipps abgeben. Die kommen immer donnerstags 13 Uhr. Kommen die ganzen Tipps. Ja, es kam jetzt Donnerstag kaum Videos. Ich weiß. Ja, was ich nochmal sagen wollte bezüglich den Karrieren für NHL. Für die letzte Woche, bevor NHL rauskommt, da an dem Sonntag zuvor, das, ich weiß das Datum gerade nicht, den Dienstag und am Freitag kommt kein NHL-Video, ganz, ganz wichtig für euch. Dafür geht es am Sonntag direkt los mit NHL 25. Wie gesagt, wir kommen jetzt hier zu den Spieltagen. Ich möchte das echt nicht lang halten. Das Video soll nicht über 5 Minuten gehen. Deswegen wären auch am ersten Spieltag natürlich sehr, sehr extrem schwer zu tippen. Man kann sich bis auf die Spieltage nehmen. Aber dann schaue ich mir immer die Highlights an und dann werde ich so, wie ich mein Gefühl, ja, wie es mein Gefühl sagt. Und schreibt gerne rein an dem Montag, wenn dann die Spiele vorbei sind, wie die Teams waren. Wie haben sie gespielt? Offensiv gut? Wer hat euch extrem gut gefallen? Weil ich kann nicht die 60 Minuten eures Vereins anschauen und somit sind dann die Prognosen auch vielleicht ein Stück besser. Ich wäre euch echt verbunden, natürlich müsst ihr das nicht machen, aber es wäre extrem nett von euch. Wir fangen an mit Spieltag Nummer 1. Die Krefelder Pinguine empfangen die selber Wölfe. Da ist mein Tipp 4:1. Krefeld eine sehr, sehr gute Mannschaft, konnte sich gut verstärken, auch mit einem guten Trainer. Und selbst ist da noch ein bisschen Probleme. Die haben jetzt harte Abgänge nochmal gehabt zum Ende hin. Deswegen für mich sehr, sehr schwer. Dann die ist EHC Freiburg gegen Bad Nauheim. Da gewinnt für mich Bad Nauheim auswärts mit 4:2. Einen sehr, sehr starken Kader zusammengestellt. Aber natürlich auch Freiburg, die sehr, sehr gut unterwegs sind und auch durchaus ein anderes Ergebnis kommen könnte. Dann die Eispiraten empfangen die Ravensburg Tower Stars auch ein, ja, schon würde ich sagen, verhasstes Duell. Da gewinnen für mich die Eispiraten mit 5:2. Die Dresdner Eislöwen, wie im letzten Jahr, gegen die Starbus an Spieltag Nummer 1. Ich denke, Dresden ist gut unterwegs. Starbus natürlich auch nicht schlecht, aber ich denke, die Qualität wird von Dresden hier dieses Jahr auch den Unterschied machen. Oftmals 5:2 Sieg für die Dresdner. Dann die Füchse gegen Kassel. Ja, von Kassel ein bisschen der Angstgegner. Deswegen trotzdem in 4:1. Kassel ist für mich einfach zu stark. Dann Derby, Regensburg gegen Landshut. 4:3 für Landshut. Ja, also Regensburg hat natürlich durch den Meistertitel auch harte Abgänge einnehmen müssen. Konnte es ganz gut kompensieren, aber 1:1 kannst du das nicht. Und ich denke, die werden in der laufenden Saison auch immer besser werden. Aber es ist ein Derby, da ist viel möglich. Ja. Weiden, der Aufsteiger gegen Kaufbeuren. Kaufbeuren, ja, so lala unterwegs, also viele Testspiele gut gemacht, aber auch ein paar Niederlagen dabei gab, wo ich sage, weiß ich jetzt nicht, ob man da die Führung hergeben muss, aber es sind die Testspiele, da werden Sachen getestet. Für mich gewinnen die Blue Devils Weiten, nein, der SV Kaufbeuren mit 5:2. Spieltag Nummer 2 empfangen die Landshuter, die Krefelder Pinguine, da für mich auch. Allgemein, der Spieltag wird für mich sehr, sehr eng, nicht relativ, sondern 3:1 für die Landshuter gegen Krefeld, dann Starbus gegen Füchse. Ich denke, dass da die Füchse sich knapp durchsetzen werden mit 3:2, ob es in Overtime ist, ist schwer zu sagen. Dann Kaufbeuren, glaube ich, auch ein Derby, wenn ich mich nicht ganz irre, Kaufbeuren gegen Regensburg, für mich 3:1 Sieg für den ESV Kaufbeuren. Die Silberwölfe empfangen die Freiburger und ja, die Freiburger holen sich einen 4:1 Auswärtssieg. Ich weiß noch nicht, wo es mit Selb hingeht. Ich muss einfach mal die ersten beiden Spiele abwarten, wie ich die einschätzen kann. Bad Nauheim gegen Krümmetschau. Ja, das ist ein echtes Topspiel, würde ich schon fast mit sagen. Auch das da drunter dann. Ich denke, Bad Nauheim setzt sich mit 4:3 durch gegen Krümmetschau. Ravensburg versus Dresden. Richtiges Topspiel. Also beide Mannschaften wahrscheinlich dieses Jahr extrem gut dabei mit Bo Schuper und Dresden mit überragenden Transfers. Aber Ravensburg setzt sich mit 4:3 durch. Die Kassel Huskies gegen Weiden. Ich denke mal 5:1 für die Kassel Huskies. Das war's mit der ersten Folge, Prognose, wie auch immer. Und
Es kommt einmal pro Monat ein Saisonrückblick. Welche Mannschaft hat mich in diesem Monat extrem überrascht? Ja, wer ist mein Top-Team des Monats gewesen, des Monats Septembers? Deswegen brauche ich euren Support. Es wäre extrem geil. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne ein zum nächsten Video. Und nächste Woche Donnerstag kommt dann beide Prognosen. Ciao.